Hallo alle zusammen. Heute reden wir mal über das Sigma 60 bis 600 mm Super Teleobjektiv. Ich habe es ja schon lange angekündigt, dass ein Review kommt. Heute ist es soweit. Ich hatte das Objektiv in den Bergen dabei und war damit auch viel in Wildlife-Situationen unterwegs. Und was ich für eine Meinung jetzt gebildet habe und was ich zum Objektiv denke, das erfährst du jetzt. Viel Spaß. Heute befinde ich mich draußen im Wald und das passt natürlich perfekt auch zu diesem Objektiv. Du wirst es vorwiegend draußen einsetzen. Da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Sigma hat da ein Objektiv konstruiert, was einen Brennweitenbereich hat, den es quasi so noch nicht gibt. 60 bis 600 mm bedeutet, du kannst also im normalen Brennweitenbereich um die 50 mm herum bis 60, 80 bis hin zu super Teleobjektiv-Brennweiten von 600 mm fotografieren. Und all das deckt dieses Objektiv ab und macht es natürlich wunderbar vielseitig. Das heißt also, wenn du einen großen Brennweitenbereich brauchst oder möchtest, dann ist es natürlich sehr gut geeignet und dafür prädestiniert. Aber bevor wir weiter darüber sprechen, reden wir erst einmal über die äußeren Details. Du hast hier ein magnesiumlegiertes Teil Kunststoff- und Gummigehäuse. Es ist spritz- und staubwassergeschützt. Du hast eine Innenfokussierung. Du hast eine abnehmbare Gegenlichtblende. Ich kann dir das mal zeigen. Die ist genauso groß wie die Gegenlichtblende von dem 105 mm 1.4 Objektiv. Auch der Filterdurchmesser sind 105 mm. Wenn du dafür Filter brauchst, musst du sozusagen im Vorfeld gut recherchieren, welcher Filter gut passt und vor allen Dingen auch, was das Ganze kostet. Du hast keine Innenfokussierung, wenn du zoomst. Das heißt, wenn du zoomst, fährt das Objektiv raus und ist dann so groß. Ich hoffe, du kannst es gut erkennen. So groß ist es dann. Also zusammengezogen und eingerastet ist es so noch, finde ich, dort recht kompakt, aber natürlich auch kein kleines Objektiv. Ja? Du hast hier oben eine Skala, wo du sehen kannst, wie weit du entfernt bist von deinem Objekt, was du fotografieren möchtest. Und du hast verschiedene Modi-Wahltasten hier an der Seite. Das heißt, du kannst natürlich bestimmen Autofokus oder manueller Fokus. Du hast eine Begrenzung des Zoom-Bereiches. Du hast drei Einstelltasten für den Bildstabilisator. Und du kannst noch zwei Custom-Modi anlegen, um zu sagen, so möchte ich fokussieren, beziehungsweise so möchte ich meine Stabilisierung haben. Das alles kannst du auch abwählen und ausschalten oder natürlich vollautomatisch nutzen, dass du den vollen Brennweitenbereich nutzt zum Zoom und genauso auch den Bildstabilisator automatisch nutzt, aber da kommen wir gleich noch dazu. Du hast hier unten einen Acker Swiss kompatiblen Mount, das heißt, du kannst das Objektiv ganz bequem auf ein Stativ stellen und schneidest dann deine Kamera hinten dran. Das wäre gleich mein erster Tipp an dich, wenn du das Objektiv kaufst oder ausleihst. Auf Stativ würde ich es immer so benutzen, dass es auf dem Stativ angebracht ist und die Kamera hinten dran. Bitte nicht umgedreht, ich glaube, das machst du nicht lange und dann wirst du sehen, was du deiner Kamera angetan hast, denn die Kameras sind meistens nicht dafür ausgelegt, 2,7 Kilo vorn dran zu halten, Kopfplastik. Also bitte immer auf dem Stativ festmachen oder eben in der Hand tragen und dann auch an dem Objektiv benutzen. Wenn du keine Spiegelreflexkamera dran nutzt und eine spiegellose Kamera nutzt, die kleiner und noch leichter ist, dann natürlich erst recht. Apropos Stativanschluss, du kannst, denn das finde ich ziemlich cool, das Objektiv und deine ganze Kamera von Hochformat auf Querformat drehen. Und dafür musst du nur diesen Schalter hier lockern, du drehst es und dann rastet es ein und das ist ein spürbares Einrasten, wo du genau weißt, jetzt ist mein Objektiv und die Kamera exakt auf Hoch- oder Querformat ausgerichtet. Du musst einfach nur wieder lockern, gehst zurück und es rastet wieder zurück ein und du weißt, das ist alles gerade. Finde ich sehr geil, weil gerade bei so einem schweren Objektiv oder größeren Objektiv ist es dann nicht mehr so einfach einzuschätzen, ist das jetzt alles gerade, und auch wenn es mal schnell gehen muss, hilft es dir, ein bisschen präziser in deinem Fotografie- und Arbeitsablauf zu sein. So viel zur Haptik, jetzt kommen wir zum Gewicht. Das Objektiv wiegt 2,7 Kilo. Das ist nicht leicht, das ist offensichtlich auch sehr schwer, aber es sind auch immerhin schon 300 Gramm weniger als beim 150-600 mm, denn das gibt es ja auch von Sigma. Und es ist auch sehr vergleichbar. Also unter der Haube gibt es noch ein paar Änderungen, ein paar Daten, die da ein bisschen anders sind, bei diesem hier zumindest. Aber das 150 bis 600 mm ist dann, wie gesagt, 3 Kilo schwer. Dieses hier mit 2,7 Kilo ist ein Ticken leichter, aber
kein Leichtgewicht, definitiv. Du merkst einfach, dass du hier ordentlich was in der Hand hast und dass du auch ein sehr schweres Objektiv mit dir rumträgst. Das heißt also, das ist eher dafür geeignet, im Rucksack zu sein und weniger, dass du es bei der Wanderung dann stundenlang in der Hand trägst. Ich kenne keinen, der sagt, ich gehe auf den Berg und trage es einfach mal so in der Hand. Daher sei dir dessen bewusst und wenn du es einsetzt, überleg dir auch, wie du es verstaust und wie du das Ganze transportierst. Am Mount hier hinten, das ist jetzt die Canon-Version, gibt es eine Gummilippe, die natürlich mit abdichtet gegen Spritzwasser und Staub. Das gesamte Objektiv ist Spritzwasser und Staub geschützt. Das heißt, du kannst damit auch ohne Probleme draußen bei ein bisschen Regen wilde Tiere fotografieren oder wenn du Fußball, Sport, Action so ein bisschen fotografierst oder einen Biker und es ist draußen ein bisschen nebelig, ein bisschen Feuchtigkeit, macht dem Objektiv überhaupt nichts aus. Telekonverter kannst du hier auch dran benutzen, wenn du sagst, 600 mm reicht mir nicht. Dann kannst du einen 1,4 Telekonverter oder einen 2,0 Telekonverter hier dran anbringen. Sei dir aber dessen bewusst, dass deine Blenden Werte sich dann noch einmal verschlechtern, im Sinne von, du hast dann eine geschlossenere Blende und brauchst noch eine höhere ISO-Zahl oder eine längere Verschlusszeit. Apropos Blendenwerte, du hast bei 60 mm Blende 4,5 und bei 600 mm Blende 6,3. Das heißt, du kannst nicht tiefer als Blende 4,5 und nicht tiefer als Blende 6,3 gehen, wenn du voll reingezoomt hast. Jetzt wirst du dir sagen, okay, 600 mm Blende 6,3, das klingt da jetzt gar nicht mehr nach Freistellen. Wenn ich jetzt gerade etwas fotografiere, wie zum Beispiel wilde Vögel oder wilde Tiere oder auch mal ein paar Blätter, ein bisschen Makrofotografie. Wie sieht denn das aus mit Blende 6,3? Und da kann ich dir sagen, das Objektiv stellt da wunderbar frei. Nicht nur an Vollformat, auch an APS-C kannst du damit echt gut freistellen. Einfach aufgrund der enorm langen Brennweite hast du bei Blende 6,3 trotzdem einen total unscharfen Hintergrund. Und je weiter der Hintergrund weg ist, desto unschärfer ist er. Also du musst dir da überhaupt keine Gedanken machen. Worüber du dir aber Gedanken machen solltest, das wäre der Einsatzzweck. Und zwar Sigma selbst sagt, dass das Ganze ein guter Allrounder ist. Und das stimmt auch von dem Brennweitenbereich her. Ich bin aber der Meinung, dass es kein Allrounder ist. Einfach aufgrund der Größe und des Gewichtes ist es kein Allrounder. Denn für die meisten Fotografen ist es ein Thema, was nehmen sie mit, wie viel nehmen sie mit, wie schwer ist es und. Also Packmaß spielt dann doch für die meisten eine Rolle. Und da wird es dann eng mit diesem Objektiv, wenn du noch zwei, drei andere dabei hast. Und da musst du dir im Vorfeld überlegen, wofür möchtest du es einsetzen. Natürlich kannst du das Ganze für fast alles einsetzen. Ja, du kannst damit Still Life, du kannst damit Architektur, du kannst damit aber auch mit Vorliebe Wildlife oder Sport Action, wie zum Beispiel vorhin auch, wo ich sagte, Fußball, das kannst du auch machen. Du kannst damit aber auch einen Biker oder so einen Crossbiker fotografieren, wie er gerade hochspringt. Du kannst damit eine ganze Menge machen, vor allen Dingen aufgrund dieser langen Brennweite von 600 mm. Du musst aber auch aufpassen, was du für einen Bildlook erzeugst, denn du hast je nach Brennweite immer einen anderen Bildlook. Bei 60 mm, das wirst du kennen, das ist ungefähr der 50 mm Look, wo du deutliche Unterschiede siehst. Das sind dann die Brennweitenbereiche 150 bis 200 mm. Denn da fängt das Bild an, sich zu komprimieren. Das heißt, wenn du Porträts machst oder ein bisschen Headshot und du kommst dann auf 200 mm, 300 mm, dann wirkt der Kopf immer kompakter und das Bild wirkt immer gestauchter. Bei 600 mm nimmt das Ganze natürlich dann seinen Höhepunkt und da hast du dann schon eine enorme Komprimierung im Bild. Das sieht ganz interessant aus, finde ich, ganz cool aus, kommt aber darauf an, was du möchtest. Wenn du diesen Look nicht möchtest, dann wirst du wahrscheinlich dieses Objektiv entweder nicht anschauen oder gar nicht so weit reinzoomen, wenn du Porträts machst. Ich will damit aber sagen, du kannst mit dem Objektiv fast alles machen. Der Autofokus ist super schnell, du hast einen tollen Bildstabilisator drin und du hast auch einen Brennweitenbereich, der einfach eine ganze Menge hergibt. Da ist für die meisten von euch wieder die Frage, wie schnell und wie gut ist der Autofokus, im Sinne von, kann ich damit auch schnell bewegende Tiere fotografieren. Da kommt es zum einen darauf an, was deine Kamera für ein Autofokusmodul drin hat. Aber sobald du Greifvögel fotografierst oder Wildtiere, dann kann das zum Problem werden. Deshalb schau bitte, was du für eine Kamera hast. Leite gegebenenfalls mal eine bessere Kamera aus, wenn du das Gefühl hast, das reicht nicht. Ansonsten seid ihr im Klaren, dieses Objektiv hat einen sehr tollen, sehr schnellen Autofokus, aber der ist auch nur so schnell wie deine Kamera. Unterstützend zu deinem Autofokus hast du hier natürlich einen wunderbaren Bildstabilisator und der soll laut Sigma bis zu 4 Blendenstufen ausgleichen. Das ist eine ganze Menge und du wirst auch einen Bildstabilisator brauchen bei einer Brennweite von 600 mm, weil du einfach das Ganze nicht mehr ruhig hältst. Selbst auf Stativ geht das alles, das passt, aber auch da wirst du dich bewegen, weil du etwas verfolgen möchtest, weil du irgendwo nachziehen möchtest und dann brauchst du einen Bildstabilisator. Spätestens beim Mitziehen, spätestens wenn du länger belichten möchtest und nicht ganz exakt auf die Brennweite zugeschnitten arbeitest, dann wirst du froh sein, dass du einen Bildstabilisator hast. Um dir noch besser zu zeigen, wie groß das Objektiv ist und wie wichtig auch das Thema Kamera hinten dran ist, zeige ich dir mal meine 5D Mark IV. Die passt jetzt durch diesen Canon Mount perfekt an das Objektiv und du hast ungefähr eine Größenordnung zum Objektiv. Also die Kamera ist jetzt nicht unbedingt die kleinste und dennoch ist das Objektiv schon recht groß. Spätestens wenn du die Gegenlichtblende abmachst und nach vorne dran schraubst und das auch sehr schnell kopflastig wird. Aber wie gesagt, mit der größeren, schwereren Kamera dran
geht das noch recht gut. Du musst eben nur wissen, es ist schwer und du wirst es wahrscheinlich nicht lange in der Hand tragen können oder wollen. Wie sieht es denn mit dem Preis aus? Das Objektiv kostet neu 1.900 Euro UVP von Sigma für die Brennweite, für die Möglichkeiten und im Vergleich zu den Originalherstellern von Canon, Nikon, Sony ist das echt nicht viel, denn du bekommst 600 mm nicht für 1.900 Euro, schon gar nicht mit diesen vielen Möglichkeiten und dieser Abbildungsleistung. Also dessen seid ihr im Klaren. Der Straßenpreis dürfte etwas weniger sein, da könnt ihr selbst mal beim eBay schauen. Aber ich weiß, dass es für diesen Preis kaum etwas Vergleichbares gibt. Aber wer ist denn die Zielgruppe? Sind es die Fotografie-Anfänger? Sind es die Vollprofis in der Bundesliga? Sind es die Hochzeitsfotografen oder die Porträtfotografen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Wildlife-Fotografen, die passen hier voll rein. Und ich denke auch, dass Fotografen, die Sport-Action machen, also wie ich vorhin sagte, so ein Biker oder ein Downhill-Biker, irgend sowas in der Richtung fotografieren oder auch Sport draußen, für die passt dieses Objektiv, denke ich, auch ganz gut. Schwierig wird es, wenn du sagst, du machst mehr Travel-Fotografie und bist viel unterwegs, viel auf Reisen, dann glaube ich, ist es eher nicht das geeignete Objektiv, weil du eben allein schon vom Packmaß und vom Gewicht eine ganze Menge mitnehmen musst und weil du damit natürlich wunderbar flexibel aufgestellt bist, denke ich, wird es vor allen Dingen die Wildlife-Fotografen ansprechen, weil für die wurde das, glaube ich, größtenteils konzipiert, weil eben Preis-Leistung hier wunderbar stimmt. Kommen wir zum Thema Bildqualität. Das Sigma hat natürlich auf dem kompletten Brennweitenbereich eine tolle Bildqualität. Von 60 bis 600 mm habt ihr Sigma-gewohnte Schärfeleistungen im Bild. Wenn du noch kein Sigma-Objektiv kennst, schau dir die Art-Serie unbedingt mal an. Ähnlich wie die Art-Serie ist dieses Objektiv wunderbar in seiner Schärfeleistung und du wirst gerade bei Porträts vielleicht sogar die Schärfe ein bisschen weiter zurückdrehen müssen, weil dir es ein Ticken zu viel ist. Ich finde es wunderbar und ich bin auch der Meinung, dass es für das Geld echt eine tolle Bildqualität auf dem gesamten Brennweitenbereich hat. Apropos Brennweite und Abbildungsleistung. Du hast, und das solltest du auch wissen, verschiedene Naheinstellgrenzen. Das heißt, bei 60 mm hast du einen Naheinstellbereich von 60 cm. Das heißt, du kannst maximal auf 60 cm heran an dein Motiv bei 60 mm und bei 600 mm sind es 2,60 m. Das ist anders als beim Sports 150 bis 600 mm. Bei dem Objektiv waren es durchweg 2,60 m. Das Tolle ist, du kannst auch schon fast Makroaufnahmen machen, weil du eben mit dem flexiblen Naheinstellbereich zur Brennweite anders arbeiten kannst. Das heißt, du kannst bei 60 mm auf 60 cm heran und bei 600 mm ist die Naheinstellgrenze 2,60 m. Aber steh mal 2,60 m von deinem Objekt weg und dreh mal auf 600 mm. Da kannst du schon sozusagen die Poren im Gesicht zählen, wenn du dran bist. Da geht eine ganze Menge. Die Naheinstellgrenze ist auf jeden Fall sehr flexibel und das solltest du im Vorfeld auf jeden Fall wissen. Zum Thema Bildqualität blende ich dir jetzt auch einige Bilder ein, die ich mit dem Sigma gemacht habe. Da kannst du auch gleich selbst bewerten, ob dir das Bokeh gefällt. Das heißt, schau dir den Vordergrund, den Hintergrund an und dann wirst du selbst sehen, gefällt dir das oder gefällt dir das nicht. Der Ansgar Lenzen, ich verlinke ihn mal hier drunter, ist ja selbst Wildtierfotograf und er selbst schwört auch auf das 150, 600 mm aus dieser gleichen Serie. Und wenn ihr seine Bilder anschaut, werdet ihr sehen, ein tolles Bokeh. Und da gibt es nichts zu meckern, schon gar nicht für den Preis und für die Leistung. Und bevor du dir dieses Objektiv kaufst, leih es dir doch einfach mal aus. Bei mietdasding.at, bei Sebastian, kannst du dir das wunderbar mal ausleihen. Er hat mir das Objektiv zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Sebastian. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Objektive mieten und vielleicht nach der Miete auch dann doch kaufen, schreib ihn mal, ich verlinke ihn hier unter diesem Video und da könnt ihr euch mal mit ihm in Verbindung setzen. Und kommen wir zum Feature der Woche und zwar unter dem Hashtag Silvius Woche hast du die Möglichkeit, wenn du bei Instagram deine Beiträge damit taggst, bei mir hier im Video gefeatured zu werden. Heute habe ich den Matti Reichel rausgepickt, er hat ein wunderschönes Foto in Thüringen gemacht, zum Sonnenaufgang, wunderbar mit dem einsamen Baum an einem See. Ihr habt eine tolle Spiegelung in dem Bild, also wunderschön, herzlichen Glückwunsch Matti für dieses tolle Foto. Und dann habe ich noch ein Profil rausgepickt und zwar reiselust-rob, das ist der Robert, Grüße gehen auch an dich raus. Er hat ein wunderschönes Profil mit tollen, vielseitigen Fotos aus Deutschland und schaut einfach mal bei ihm vorbei, lass bei ihm ein bisschen Liebe da und vielen Dank auch, dass du mich in deinen Beiträgen taggst. Ich hoffe, das Review zum Sigma 60-600 mm hat dir ein bisschen geholfen, einen Eindruck zu bekommen, was das Objektiv kann, wo so die Stärken und die Schwächen liegen. Ich kann natürlich nicht alles abdecken, aber ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir einfach unter dieses Video oder schick mir einfach eine Nachricht. Ihr kennt ja die Wege inzwischen. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Du hast vielleicht eine andere Art der Fotografie oder eine andere Meinung. Schreib mir das bitte unter dieses Video, dann können wir uns ein bisschen austauschen. Wenn du noch eine Frage zum Objektiv allgemein hast oder zu Sigma oder zum Thema Objektive mieten, dann kannst du mir auch unter dieses Video schreiben oder du fragst den Sebastian, den ich hier unter dem Video verlinkt habe, zum Objektive mieten Thema. Er kann dir auch auf jeden Fall eine Antwort dazu geben und steht dir eigentlich jederzeit zur Verfügung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Jahre zusammen.